So, wie versprochen, ein kleines Tutorial. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern, weil ich einfach spielen werde und euch sage, was ich wichtig finde und ja, was meine Strategie so ist. Am Anfang kurz Überblick: Hier kann man auswählen, welche Helden zu dem Heldenpool hinzugefügt werden. Überwählen ganz einfach. Die mit dem Haussymbol, die sind eh schon dabei. Und meine Strategie ist, auf Elfen zu gehen. Es gibt meiner Meinung nach eigentlich drei starke Strategien für uns, weil wir haben noch nicht so viele Helden. Es gibt dann irgendwelche Late-Game-Helden, die man vor allem, glaube ich, durch Dragon Draft, wenn man da schon länger gut ist, irgendwann bekommt. Und da gibt es dann noch andere Strategien, zum Beispiel mit Bestien. Aber für uns gibt es eigentlich Elfen, Menschen plus Zwerge. Da muss man aber beides in Kombination bekommen. Und dann gibt es noch die, wie heißen sie, Goblins. Deswegen füge ich nur Elfen hinzu. Wenn man Zwerge und Menschen gibt, müsstet ihr Bianca hinzufügen. Bei Goblins müsst ihr eigentlich Tod hinzufügen. Der ist ziemlich stark. Hier diese Spinne, die Giftspinne, finde ich auch noch ziemlich stark, weil sie von 5 Gegnern die Stats verringert. Und ja, ansonsten El Gneth, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist auch noch ziemlich stark, wenn man auf Untote geht. Untote ist aber, ja, weiß ich nicht, also das ist nicht mein Favorite. Da gibt es aber auch noch ein paar, die auf Untote gehen, deswegen könntet ihr den auch noch hinzufügen. Ja, ich glaube, das war es soweit eigentlich. Hier, der ist ein noch ein Waldläufer. Das heißt, den könntet ihr theoretisch auch hinzufügen. Ich bin aber nicht ein Fan davon, weil ihr eigentlich genug haben müsstet, um dieses Trade freizuschalten. Genau, also diese zwei Helden, einmal Gunkar-Kämpfer, den kriegt ihr manchmal übers Event, soweit ich weiß. Bei 5000 Punkten schon, also der ist nicht so schwer zu bekommen. Und dann einmal den Belagerungshelden Alred. Der ist ziemlich stark, weil der Angriff und Agilität, eigentlich alle Elfen laufen über Agilität, von drei zufälligen Elfverbündeten um 50% erhöht und 50% ist sehr, sehr viel. Genau. Ja, fangen wir einfach an. In der Queue. Am Anfang ist es ziemlich wurscht. Bei mir später, vor allem wo ich bei 1400 war, hat es echt lang gedauert. Und wenn man zu lange in der Queue ist, füllt es irgendwann einfach mit nicht welchen auf, die in eurer Liga sind, sondern mit allen. Und dann habe ich mit welchen gespielt, die halt teilweise 0 Punkte hatten. Und dadurch verliert man 150 Punkte, wenn man Letzter wird, und kriegt 50 Punkte, wenn man gewinnt. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal so weit oben sein solltet und ihr seid da alleine ganz links in der Queue und es dauert 30, 40, 50 Sekunden oder eine Minute plus, dann einfach lassen. Ja, schau, jetzt seht ihr hier auch schon meine Bewertung 1174, Durchschnitt 704. Das heißt, ich gehe nochmal kurz drauf. Wenn ich verlieren würde als Achter 160 Punkte, ja, ich kaufe schnell, schnell, 160 Punkte verlieren. Und 89 Punkte nur gewinnen. So. Fangen wir an mit der Strategie. Die ersten drei Runden ist es eigentlich nicht so wichtig, was ihr kauft. Ihr solltet einfach nur die Gegner besiegen. Am Anfang sind es drei Skelette. Das ist ziemlich easy, die zu besiegen. Das ist wurscht. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Trades, die Trophäen, die ihr auswählen könnt, dass sie davon abhängen, was ihr hier auswählt. Das heißt, am Anfang kaufe ich einfach nur das, was ich schon brauche. Die zwei hier, die sind schlecht, die kauft man eh nie. Und wenn es geht, gleich einen Elfen kaufen. Also das ist meine Strategie, deswegen erkläre ich euch jetzt auch, wie die funktioniert. Hier bei dem Bonus, ich will jetzt das Kraftsiegel, weil ich nicht auf Untote gehe, ist ja logisch. Und das hier finde ich eigentlich echt nicht gut. Alle deine Helden erhalten plus einen Zusatzschaden. Das ist, wenn ihr gewinnt und dem Gegner dann Leben abzieht, ziehen eure Helden dem Gegner plus 1 mehr ab. Finde ich aber nicht gut, weil es ist eigentlich
nur wichtig, dass ihr lang genug überlebt. Nicht, dass die anderen früh sterben, sondern dass ihr persönlich lang genug überlebt. So, die zweite Runde ist eigentlich die schwerste. Da müsst ihr hoffen, dass ihr dem Gegner viel, viel Leben abzieht, weil ihr spielt 3 gegen 5. Und ja, da müsst ihr einfach hoffen, dass eine von euren Einheiten eine Fähigkeit einsetzt und ihr dadurch den Gegner besiegt. Wenn ihr schon den Buffer bekommt, ich weiß nicht mehr, ich habe nicht mehr im Kopf, wie er heißt, dieser Barde, den auf jeden Fall reinsetzen. So, Elfenunion, No-Brainer. Sobald irgendwas mit Elfen ist, nehmt ihr den. So. Die sind an sich auch nicht schlecht. Die zwei hebe ich mir noch auf, die Spinne. Dann kann ich jetzt den Troll und den Goblin verkaufen. In der dritten Runde spielt ihr nur gegen einen Einzelnen. Ach ja, noch kurzer Tipp. Ihr könnt hier oben in der Mitte draufklicken. Wenn alle da draufklicken, und der Haken gesetzt ist, das wird jetzt bei 8 Leuten passiert, ist noch nicht. Aber später, wenn ihr noch, weiß nicht, 2, 3, 4 Leute seid, vor allem dann in den Runden, wo ihr nicht gegen Menschen spielt, also gegen andere Gegner, sondern hier gegen PvE, dann passiert es oft, dann spart ihr euch einfach 20 Sekunden oder so, wenn ihr schon bereit seid. So, jetzt haben wir, also das Flüche flüstern ist ganz okay, aber halt nicht für das, was ich spiele, weil ich einfach keine Insekten habe. Beziehungsweise habe ich schon, aber ich spiele eigentlich nie länger mit den Giftspinnen als über die ersten paar Runden. Menschen werde ich welche haben, vor allem in meiner Frontline. Weiß ich aber nicht, ob das bringt. Ich nehme es jetzt. Ich nehme mal mächtige Fäuste. Weil hier, den meinte ich. Den Baden. Den Bad. So, sorry. Am Anfang immer. Ah, jetzt war es zu spät, weil ich zu viel rede. Ich würde am Anfang immer ein Level abnehmen. Es ist eigentlich wichtig, dass ihr die Runde hier gewinnt. Ja, das war jetzt, ist jetzt blöd gelaufen. Dann verkaufe ich nochmal eine Spinne und schaue, ob ich den anderen noch kaufen kann. Eigentlich Runde 4 ein Level abnehmen, weil dann könnt ihr zwei Helden mehr platzieren und dann gewinnt ihr die Runde. Und es ist eigentlich wichtiger, meiner Meinung nach, dass ihr die Runden gewinnt. Anstelle von Gold sparen. Normalerweise kriegt man ein Gold für einen Sieg, wenn ihr eine Winning Streak habt. Ich weiß nicht, ab wie viel man dann Bonus bekommt. Ich glaube, ab 4 Runden kriegt ihr nochmal plus 1, 2 oder 2 Gold sogar. Und ab Runde 10 kriegt ihr sogar 3 Gold für den Win. Zinsen. Falls ihr das noch nicht wisst, wenn ihr 10 Gold auf der Bank habt, kriegt ihr jede Runde 1 Gold. Wenn ihr 20 Gold auf der Bank habt, jede Runde 2 Gold. Das geht bis 50 hoch. Sind aber, wenn ihr rechnen könnt, maximal 5 Gold pro Runde. Und da ist ein Sieg deutlich wichtiger, weil ihr den von Anfang an schon bekommen könnt. Ich nehme hier Lichtwaffe. Ihr seht auch schon Lichtwaffe, das ist grün hinterlegt. Das heißt, das ist theoretisch ein höheres Tier. Ich finde es sehr gut, weil viele von den Elfen von der Strategie, die ich gehe, mit der Fähigkeit öfter angreifen. Das kann ich euch gleich zeigen. Das muss ich nur kurz überlegen. Weil ab jetzt kann man seinen Helden auswählen, der geupgradet werden soll. Also ab Runde 6, Runde 1, 2, 3 und 5 könnt ihr die Trophäen hier auswählen. Die seht ihr hier rechts. Und ab Runde 6 kriegt ihr jede Runde für einen Helden ein Upgrade. So, ich schaue mal gern noch, ob ich selber auch die Runden gegen meinen Gegner gewinne. Das heißt, wie gut ich gerade im Spiel stehe und ich schaue auch immer gerne Gegnern zu. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Upgrades. Da könnt ihr die Rarität von eurem Helden erhöhen und es bringt ihm massive Stat-Verbesserungen. Ich nehme hier immer den Günker-Kämpfer. Und wenn ihr jetzt hier eure Composition, euer Team quasi habt, hier einmal zwei Supporter in der Frontline, die Werte aller Verbündeten um 15%. Das finde ich sehr stark, vor allem, dass wir da zu Beginn und zu 100% eingesetzt. Und dann zwei verschiedene Helden. Der Günker-Kämpfer ist, finde ich, der wichtigste. Der fügt 5 zufälligen Gegnern
Schaden hinzu zu 30% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn nur drei Gegner dastehen, greift er aber trotzdem fünfmal an, wenn er seine Fähigkeit einsetzt. Deswegen finde ich den sehr stark. Ja, hier seht ihr zum Beispiel, der geht auf die Bestien. Das ist schon sehr. Das ist leider sehr stark. Der wird auch sehr weit kommen. Weil er Grimbeorn hat. Das ist eine Bestie. Und hinten rechts, ich weiß nicht, ob ihr den Helden gesehen habt, der verstärkt von einer Bestie. Ja, von drei Bestien die Fähigkeit, die ganzen Stats um 200%. Und das ist halt schon sehr stark. Aber hier, das ist der hier. Erhöht die Basiswerte von zwei zufälligen Verbündeten um 200% der eigenen des Helden, gilt nur für Bestien. Das heißt, wenn ihr da Grimbeorn oder eine andere Bestie vorne in der Frontline habt, dann ist vor allem bei Grimbeorn ziemlich stark, weil der ist Verteidiger und zieht quasi alle Angriffe auf sich. Genau, zurück zur Strategie. Wir können uns mal die ganzen Gegner anschauen, was die alle machen. Also hier oben der erste hat drei verschiedene Helden, zweite hat drei verschiedene Helden, dann wieder drei verschiedene Helden. Der hat vier verschiedene Helden, das ist nicht die klügste Strategie. Aber der ist auch von den, wenn man sich das Emblem über seinem Icon anschaut, dann ist er noch relativ weit unten von den Punkten. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass er die Strategie nicht kennt. So, jetzt ist der Fall. Mein Team war eigentlich ganz gut, aber jetzt muss ich upgraden. Das heißt, die zwei werden zu einem. Ups. Werden zu einem. Das heißt, ich kriege nur noch einmal den Bonus. Und ich habe einen Platz frei. Das heißt, ich roll jetzt, reroll jetzt, einfach nur so lange, bis ich wieder einen Helden hinzufügen kann. Und so spare ich immer mein Geld, wenn ich am Gewinnen bin. Wenn ich gerade am Verlieren bin, solltet ihr euer Geld ausgeben für Helden hier. Der hat die gleiche Strategie. Mal schauen, ob ich durch den durchkomme, der wenigstens nur einen. Wenn ich Glück hat, macht mein Günther-Kämpfer. Nee, macht er nicht. Ja, der ist ziemlich stark. Das muss ich sagen. Diese Strategie ist leider ziemlich stark, aber ich habe also den einen Helden noch nicht, die Werte von den Bestien erhöht. Sobald ich den habe, würde ich auch auf die Strategie gehen. Ganz einfach, weil sie ziemlich stark ist und man eigentlich nichts dagegen machen kann. Oder nicht viel. Ich glaube, mit dieser Giftspinne hier was machen. So, jetzt habe ich einen freien Platz. Wichtig ist, ihr dürft nur das draufsetzen. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn, ich ersetze ihn durch Ena. Ich finde Ena ein bisschen stärker, ehrlich gesagt. Und sie kostet auch weniger. So, zack, haben wir wieder sechs Leute drauf. Okay, hätte ich nicht machen müssen. Ich habe gerade nicht mitgedacht, weil ich zu viel rede. Jede fünfte Runde ist eine PvE-Runde, also PvE, das heißt Player versus Environment. Das heißt, ihr spielt nicht gegen einen anderen Gegner, sondern gegen einen Computergegner, der immer der gleiche ist. Und da könnt ihr eigentlich Geld sparen, weil da hätte ich mir das jetzt sparen können, dass ich reroll, weil ich auch ohne meinen einen Helden da überlebt hätte. Dann hätte ich plus ein Gold mehr bekommen. So, das ist jetzt ziemlich stark. Wenn ihr einen, egal welche Comp ihr spielt, wenn ihr einen Helden aussuchen könnt, der spezifisch für eure Composition gut ist, also bei mir Traviel, der ist 11, das heißt, ich nehme den. Wenn ihr den auswählen könnt, nehmt ihn. Ich überlege gerade, ja, ich mache jetzt so, dass ich Ina verkaufe. Wenn ihr die schon auf 2 Sterne gehabt hättet oder noch mehr, hätte ich sie behalten, aber ich will wieder nur drei Helden, verschiedene Helden hier auf meinem Spielfeld haben, dass ich meinen Günker-Kämpfer auf Gold upgraden kann, weil das ist nochmal ein sehr großer Schub. Und sobald ich das jetzt habe, nach dieser Runde, das ist immer in der 10. Runde habt ihr ihn auf Lila. Das heißt, nach der 11. Runde, also nachdem, wo ihr jetzt diese Trophäe auswählen könnt, habt ihr ihn auf Gold, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Und ab da könnt ihr dann 4 verschiedene Helden drauf tun, weil ihr
über Gold nicht mehr upgraden solltet. Ihr könnt. Habe ich ihn, ja, noch nie wirklich ausprobiert, ob das Sinn macht, aber ich glaube nicht. So, jetzt habe ich ihn auf Gold. Das ist das Höchste. Und ihr seht schon, der hat jetzt 168 Agility. Ich weiß, er ist Stufe 2 und der hier hat 16. Das heißt, es ist schon ein sehr großer Unterschied. Ja, ich muss jetzt aber auffüllen. Hier, ich glaube, sie ist sinnvoller. Ich hätte es auch Ena nehmen können. Aber ich will Waffen. Das heißt, hier, sie bringt auch nochmal 15%. Erhöht die Werte aller Verbündeten. Und ich habe ja eigentlich schon genug Schaden. Mit meinem Helden hier, Traviel. Und dem Günther-Kämpfer auf Gold. Sollte eigentlich genug Schaden haben. Ja, oder auch nicht. Passiert manchmal, dass man verliert. Das ist halt natürlich sehr ärgerlich, weil ich meine Winning Streak verloren habe. Schauen wir hier vorbei, wie es da funktioniert. Ja, eigentlich sollte es nämlich so laufen. Ja. Also ich schaue immer gern bei anderen Gegnern vorbei. Okay, der hat. Das ist ein Problem. Also nicht für mich. Aber wenn ihr andere Strategien spielt, also mit meinen Elfen gewinne ich eigentlich immer, oder mein, ja, doch eigentlich immer, gegen die Goblins. So, jetzt hier als nächstes Traviel upgraden. Eigentlich auch selbsterklärend. Aber den kenne ich gar nicht. Was macht der? Schauen wir hier, wer das ist. Der hier auf Nummer 5. Der geht auf Goblins, hat dann das, dass sie Goblins zur Hilfe holen können. Und da ist das Problem, ihr verliert ja Leben für jeden Gegner, der am Ende noch dasteht, wenn ihr verliert. Und ja, genau, jetzt spielen wir gegen ihn. Und das kann teilweise schon sehr, sehr schmerzhaft werden. Da könnt ihr dann 50 plus Leben verlieren. Aber ihr seht, die Elfen, dadurch, dass sie alle über Agility angreifen, und auch wenn man sie upgradet, die Agility höher wird, greifen sie als erstes an. Je höher die Agility, je höher die Agilität, desto schneller dürft ihr angreifen oder könnt ihr angreifen. Und das ist der große Vorteil an den Elfen, dass ihr nicht immer, weil wenn ihr gegen andere Elfen spielt, dann ist es nicht so. Und manchmal auch bei der Comp Zwergen und Gnome, die greifen auch manchmal früher an. Aber sonst greift er eigentlich immer früher an. Und ihr seht hier, der hat jetzt, ich weiß nicht, ob er gewonnen hat oder verloren hat, aber der hat so viele Goblins da. Und wenn er das verliert, verliert er ganz schnell 50 Leben und ja, können eigentlich die Runde vergessen. So, jetzt bin ich bei 55 Gold. Passiert meistens eigentlich nicht so früh. Aber jetzt, meine Comp ist eigentlich ziemlich stark und ich muss auch sagen, die Gegner, abgesehen von den zwei, die hier auf diese Bestien-Kombo gehen, sind aktuell nicht so stark. Aber mein Team ist auch relativ stark. Also wenn ihr den Günker-Kämpfer Stufe 2 auf Gold habt und dann noch den Traviel, das macht schon viel, plus dann noch zwei Supporter-Helden, die euch buffen. Das ist schon sehr stark. So, jetzt kämpfen wir gegen. Ja, schau mal, ich weiß nicht. Wenn man Glück hat und mein Günker-Kämpfer hat jetzt seine Ability eingesetzt, dann könnte ich da noch durch, ja. Das ist eben das Problem. Ja, schau, jetzt habe ich auch schon 18 Leben verloren. Ja, wenn mein Günther-Kämpfer jetzt seine Fähigkeit eingesetzt hätte, hätte ich zumindest, wäre ich durch den Grimborn durchgekommen. Dann hätte ich vielleicht auch was gegen die Backline machen können. Aber die sind schon sehr schwer zu besiegen. Ja, jetzt level ich langsam hoch. Ja, gib mein Gold einfach nur für Level auf, weil ihr habt es ja gesehen, ich habe am Anfang noch einen weiteren Elfen ausgesucht, der bufft plus 50% auf Angriff und Agility von drei zufälligen Elfenverbündeten. Der kostet aber 10 Gold. Der kostet aber 10 Gold und der kommt erst, also jetzt könnte er so langsam kommen. Aber ihr solltet eigentlich dann später Level 10, 11, 12 vielleicht erreichen, weil da kriegt ihr dann die starken Helden.
Welche Helden ich euch empfehlen würde für diese Comp zum Hinzufügen? Die Arbeiter, also diese Kapuzenmenschen, wenn die im Spiel sind, die sind nie schlecht, weil sie entweder drei von euren Verbündeten die Chance, die Fähigkeit einzusetzen, verbessern um 20% oder dem Gegner verstummen lassen, zwei Gegner verstummen lassen, das ist sehr wichtig, weil es oft der beste Gegner ist. So, hier eine wichtige Sache. Wenn ihr Fesseln habt, immer nehmen. Immer. Weil irgendwann im Late Game geht es nur noch darum, dass ihr jetzt möglichst lange überlebt. Weil jetzt werden nach und nach Leute rausfliegen und ihr müsst lange überleben. Und das bringt so extrem viel, wenn ihr dieses Fesseln hier habt. Weil dann der Gegner einfach weniger Schaden bei euch macht und ihr viel, viel länger durchhaltet. Und das ist extrem wichtig. Wie gesagt, weil jetzt, ihr könnt schauen, vorher habe ich 18 Leben verloren und jetzt sind es 16. Und das wäre normal extrem viel. Der hat 1 Stufe 3 Helden. Schon wieder bei Gegnern. Der hat 1 Stufe 3 Helden, 1 Stufe 2 Helden mindestens gehabt, plus die 5 Bonusschaden. Also hätte ich normal wahrscheinlich 25 Leben verloren. Und das ist schon jetzt deutlich weniger. So, dann haben wir jetzt bald auch unseren Traphiel auf Legendär, also auf Stufe Gold. Sind immer noch alle mit dabei, aber jetzt, wie gesagt, langsam fliegen sie so raus. Gerade wenn einer gegen den hier auf Platz 5 verliert, dann verliert man relativ schnell viel Leben. Ja, was gibt es noch Wichtiges zu erzählen? Ah ja, ich war noch dabei bei den Arbitern. Und welche noch da reinpassen. Dann eben der, ich weiß nicht mehr, wie der andere Elf hieß. Ja, so, das könnte jetzt schwierig werden, weil der so viele Spinnen hat, die meine Stats verringern. Ja, easy. Aber ihr seht, der Günker-Kämpfer macht schon sehr viel Schaden. Schauen wir dann bei ein paar anderen rein, ob da vielleicht irgendjemand drauf geht. Da würde ich mich eigentlich freuen. Na, und der letzte Held, der finde ich sehr gut in diese Composition im Late Game reinpasst, also wirklich nur ganz am Ende, weil der kostet 15 Gold, aber ist dann ziemlich stark. Ja, hole ich mir. Ist nochmal, das ist quasi die dritte Bufferin und die ist am stärksten, weil sie 20% die Werte erhöht. Die zwar hier nur um 15%. Setze ich noch eine Giftspinne rein. Warum nicht? Ich meine, der Platz ist frei. Jetzt habe ich meine zwei Helden, die Schaden machen, auf Gold. Das heißt, jetzt kann ich auch mehr Leute reintun, weil ich werde eh keinen mehr auf Gold bekommen. Und jetzt upgrade ich die halt nach und nach. Und schauen mal, ob wir was jetzt gegen die machen können. Also der Traphiel macht jetzt schon sehr viel Schaden. Der Günkerkämpfer, ja, seht, Fähigkeit setzt er ein. Das heißt, wir könnten schon durch die durchkommen. Das kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, ob wir Glück haben oder nicht. So, nochmal die Fähigkeit wäre cool. Nee. Schade. 14 Schaden. Ja. Der ist das schon raus. Also die Runde, ich weiß nicht, ob es eine gute Beispielrunde ist. Weil eben mit diesen zwei Bestienkämpfern, ja, da habe ich schon ein bisschen Probleme, gegen die durchzukommen. So, ich glaube, es ist Zeit, Gold auszugeben. Da ist Alfred heißt er. Wie heißt er? Egal, schauen wir uns gleich an. Also ich könnte mir theoretisch jetzt auch noch den kaufen. Eilred heißt er, nicht Alfred. Ich nenne ihn trotzdem Alfred. Theoretisch könnte ich mir ihn immer noch kaufen, mache ich aber nicht, weil dann wird er wieder zu einem Helden. Also eine Stufe 2 Held dann, aber ich will ja möglichst viel meine Elfen buffen.
Und deswegen lasse ich jetzt die zwei erstmal da stehen. Schau mal, ob ich durch den durchkomme. Da ist eigentlich dieses. Ich will nicht überspringen. Also das solltet ihr auch nie machen. Das Überspringen. Das find ich immer nicht so gut persönlich. Ja, komme ich durch. Weil ihr dann nicht seht, was eure Comp macht. So, wieder zwei raus. Sehr gut. Einer hat gegen mich auch verloren. Und ich finde, ihr solltet immer, oder zumindest bis ihr checkt, was eure Composition macht, euch eure Kämpfe anschauen. Klar, ihr spart euch dann vielleicht 10, 20 Sekunden, aber schaut euch an, was passiert da auf dem Feld, warum verliere ich, warum gewinne ich, und passt dann so entsprechend eure Strategie an. Und dann könnt ihr eventuell auch überlegen, habe ich von Anfang an was falsch gemacht? Habe ich jetzt nur diese Runde irgendwie falsch aufgestellt oder so? Warum ich gerne bei anderen zuschaue, das auch noch vielleicht kurz ist, da seht ihr, wie andere Strategien funktionieren. Ihr könnt euch überlegen, hey, ist die besser? Zum Beispiel die mit den Bestien finde ich besser als meine. Die mit den Goblins finde ich schlechter als meine, weil ihr seht, ich gewinne gegen die Goblins. Logisch. Die Spinnenstrategie, von der bin ich auch nicht so ein Fan. Alles, was mit Beschwören zu tun hat, ist immer eine heikle Sache, weil ihr wirklich stark davon abhängt, ob ihr am Anfang Glück, also am Anfang von der Runde Glück habt oder nicht. Dass jetzt da einer beschworen wird, das gilt für Drachen, das gilt für Spinnen. Bei den Goblins ist das ein bisschen was anderes, weil da schaltet ihr quasi frei, dass alle Goblins andere Goblins beschwören können. So, jetzt sind wir wieder in der PWE-Runde, Runde 20, jede fünfte. Die Spinne haue ich eh bald raus, sobald es geht quasi. Ich nehme einfach nur mal Gneath rein. Ganz einfach aus dem Grund. Weil, wenn einer von mir stirbt, beschwört er wieder, also hat er die Chance, wieder zwei Verbündete zum Leben zu erwecken, 50%. Das heißt, ich werde einfach länger überleben. Ach ja, noch eine Sache, die habe ich ganz vergessen. Frontline, Backline. Es ist zwar nicht 100% garantiert, dass Gegner zuerst eure Frontline angreifen, aber ich habe das Gefühl, dass es öfter passiert, dass zuerst meine Frontline angegriffen wird und dann erst die Backline. Deswegen stelle ich alle meine starken Helden in die. Oh, das ist natürlich, das ist Gold wert. Heilung 3, stellt 45% Leben wieder her. Das sichert euch wahrscheinlich drei Runden mehr, die ihr sterben könnt. So, ich glaube, jetzt ist Zeit, den zu kaufen. Ich kaufe ihn nochmal. Normal bin ich nicht so Fan von Tusk, aber er ist schon relativ stark. Also, Heilung 3 sichert euch 45 Leben, ungefähr 3 Runden. Ihr seht, jetzt bin ich wieder ganz oben mit dabei. Wo waren wir? Weiß ich nicht mehr. Na, jetzt hatte ich ein bisschen Pech. Der Gegner hat auch einen Gneath und der hat, oder ein Drache wurde beschwört, der meine Gegner, meine Einheiten verstummen lässt, und meine besten Einheiten sind halt verstummt. Das heißt, sie können ihre Fähigkeiten nicht einsetzen. So, schauen wir mal, wie viel ich verloren habe. 13. Also durch dieses Fesseln und die 45 Leben, das ist halt, also das ist wirklich im Late Game sowas von Gold wert. So, den hier upgrade ich. Weiß nicht. Der ist schon stark, aber ich habe ja genug Schaden. Also er ist schon stark, weil er Schaden macht, aber er ist auch nicht so stark, weil man ihn auf Gold eigentlich hochbekommen müsste. Und das jetzt im Late Game, wo ich quasi einfach nur meine Einheiten reinballer, ist halt schwer, den da noch hochzubekommen. Wenn ihr den früh bekommt,
und ihr seht die Möglichkeit, den auf Gold hochzubekommen, dann ist er schon sehr stark, weil er selbst deine Stats nochmal 25% erhöht und halt auch echt viel Schaden macht und es einfach Stufe 10 hält. Also 10 Kost hält quasi. Oh, ich hasse die wirklich, das ist so schlimm. Da bist du durch den einen durch und dann wird er wiederbelebt von Ignias. Dann hat er auch noch Ausweichen, keine Ahnung wie viel. Wir sehen schon 15 Schaden, ich verliere nicht so viel. Wir sind schon Top 4, das heißt, wir bekommen schon Punkte. Und es sieht immer noch ganz gut aus. Am Ende mit dieser Comp müsst ihr auch immer, also die Elfen ist stark für den Anfang, dass ihr wirklich gewinnt. Also Erster werdet, passiert nicht so oft. Also da dürft ihr nicht verzweifeln, wenn ihr dann Zweiter, Dritter, Vierter werdet. Weil Ziel ist es ja nur, Punkte zu sammeln. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und deswegen möglichst, also ihr kommt ins Late Game und müsst dann halt schauen, dass ihr möglichst lange überlebt. Und deswegen diese Fesseln und Heilung 3. Also jetzt wäre ich schon jetzt schon raus, also letzte Runde, das heißt Vierter geworden. Ja, und ihr seht schon das Problem, wenn ich den Günkai-Kämpfer habe, der greift einfach nur 5 Leute an. Und wenn ich jetzt Ina zum Beispiel gehabt hätte, die greift alle Leute an und kommt dann eben so auch an der Frontline vorbei. Also ich muss auf jeden Fall Gold ausgeben. Und Gnias würde ich eigentlich gern rauskicken. Weil er bringt mir eigentlich gar nichts. Also die hier bringt Leben. Aber ich glaube, ich brauche einen Zieber. Also die Runde zu überleben wäre auch noch sehr wichtig, weil dann kommen wir nochmal in eine Trophäenrunde, eine PvE-Runde. Aber die Gegner sind schon sehr stark jetzt aktuell hier. Er ist bei... also der Grimborn ist bei 4800 Leben. Ich keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Vor allem, wenn er keine Ahnung, wie viel Prozent Ausweichen hat. Normalerweise würde ich jetzt auf Überspringen klicken, weil ich eh weiß, dass ich verliere. Ja, die sind schon leider sehr stark. 50, ja, das war jetzt ärgerlich. Also 2 Leben hätte ich mehr gebraucht. Aber ihr seht, 4. Platz. Ist leider nur plus 14. Weil die Gegner eben nicht allzu gut waren. Aber ich meine, schaut es euch an. Hier, der auf 1 ist. Also auch auf Elfen gegangen. In Kombination mit den Bestien. Finde ich eine gute Strategie. Ist halt so, dass ich, dadurch, dass ich diesen Buffer nicht habe, nicht auf diese Strategie gehen will oder kann, weil es aber nicht garantiert ist, dass ich den jede Runde bekomme. Er hier hat auch Bestien zusammen, nicht Bestien, Elfen zusammen mit Gnirth. Und dann ist der letzte noch einmal auch diese Bestien-Comp. Also ihr seht schon, diese Bestien-Comp ist sehr, sehr stark. Das heißt, sobald ihr diesen Helden habt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, hier der Goblin, der verkleidet ist als, verkleidet irgendeinen Hirschpelz drüber hat. Sobald ihr den habt, dann würde ich das spielen. Ansonsten geht weiter auf Elfen. Also ich bin bis 1400 gekommen. Dann habe ich jetzt wieder ein bisschen verloren und bin jetzt bei, schau mal kurz, 1200 ungefähr, weil ich 4 Runden, glaube ich, in Folge verloren habe. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen helfen können. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, das ist, also so spiele ich, so bin ich bis 1400 Punkte gekommen. Ja.